Der Bundesminister der Verteidigung auf Sommerreise. Thomas de Maizière zu Besuch beim Heer in Munster. Ein scheinbar normaler Tag in der Schulz-Lutz-Kaserne in Munster. Ausbilder des Panzerlehrbataillons 93 trainieren ihre Soldaten in verschiedenen Einrichtungen für den scharfen Schuss. In der Ausbildungsanlage Turm wird geübt. Er entspricht 1:1 dem Turm in einem Leopard 2. Feuer. Achtung! Kanone anheben. Der Ladeschütze trägt schwer an der Dummy-Munition. Alles ist wie später im Panzer. Jedoch weist die Ausbildung heute einen Programmwechsel auf. Außergewöhnlich ist immer, wenn ein Minister zu Besuch kommt. Im Munster kommt öfters Minister zu Besuch. Wir versuchen hier die Ausbildung ganz normal durchzuführen. Der Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9 freut sich auf den Besuch. Es ist wirklich ein Tag, an dem wir uns ganz besonders motiviert anstrengen, um ihm einen Einblick zu geben. Hier vor allem in die Ausbildung der Truppengattung, hier speziell der Panzertruppe, am Simulator, am Gerät selbst. Er soll einen Eindruck gewinnen. Der Minister sucht dann auch das Gespräch mit den Soldaten des Panzerlehrbataillons 93. Sie befinden sich als werdende Richtschützen in der Spezialgrundausbildung. Ziel ist es, irgendwann im Leopard 2 zu sitzen und scharf schießen zu dürfen. Im Schießsimulator können computergesteuerte Feinde bekämpft werden. Für ein paar Minuten kann der Minister in die Welt der Panzertruppe eintauchen und gewinnt Eindrücke im Dialog mit den Soldaten. Der Minister zu den Gründen, die ihn nach Munster geführt haben. Im Rahmen dieser Sommerreise gehe ich nun zu den normalen, den wichtigen, den prägenden Standorten, auch um sie kennenzulernen. Und deswegen ist es vor allem für mich neu, hier zu lernen, wie heutzutage der Bundeswehralltag aussieht. Und zwar nicht nur im Einsatz, nicht nur im Ministerium, sondern da, wo die Normalität der Bundeswehr jedenfalls zu Hause stattfindet. Bisher hatte ich dazu nicht die Gelegenheit. Und deswegen komme ich als Lernender hierher. Und das freut mich sehr. Ich bin auch deswegen hierher gekommen, weil ich unterstreichen möchte, dass es eben mit Lüneburg und Munster gerade für das Heer Standorte gibt, die deren Namen für das Heer einen Ruf wie Donnerhall haben, und das wird auch so bleiben. Doch dann ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Der nächste Termin ruft. Eindrücke hat der Minister mitgenommen, aber auch hinterlassen. Er war sehr interessiert an der Ausbildung, die ja stattgefunden hat, und hat natürlich auch mal mit dem Einzelnen das Gespräch gesucht. Ja, alles im Allem gelungener Tag, der garantiert in Erinnerung bleibt. Jetzt heißt es wieder aufsitzen und weiterüben.